So, da sind wir wieder. Weiter geht's mit dem guten Lai. Lai's life was consumed by police work as usual. Unfortunately for Lai, his living girlfriend got fed up with his workaholic lifestyle and dumped him in favor of Lai's assistant. Lai was devastated. Around the same time, Lai botched an operation to bring a crime syndicate to justice. The failure cost the police force 2 years worth of intense undercover investigation work. Lai's rivals in the force secretly reported to his superiors that he botched the operation by allowing personal affairs to affect his job performance. As a result, Lai wound up with a one-month suspension. During his suspension, Lai learned from an informant that an assassin was hired by the syndicate to murder a certain boxer participating in the King of Iron Fist Tournament 4. Lai enters the tournament in hopes of redeeming his honor. Okay. Ja gut, mit ihm kann ich gar eher weniger kämpfen. Leider. Also viele können das, ich kann's leider gar nicht. Naja, gucken wir mal, wie wir durchkommen. Vielleicht klappt's ja. Ja, richtig ab, Alter. Ja, dann haben wir Glück gehabt. Wäre ärgerlich gewesen. Ich weiß noch, Violet habe ich immer für schwul gehalten, weil die Kleidung einfach so, ne. Ja, halt so ist, ne. Nichts gegen Schwule oder so, ne. Definitiv nicht. Einfach nur die Kleidung so, ne. Mehr nicht. Das war einfach nur der Grund. Na, aber er ist ja Millionär oder Milliardär vielleicht sogar und kann kämpfen. Ist ja lieb. Und ist ja nur seine Verkleidung. So, ne? Für das Iron Fist Tournament 4. Oh, gegen Steve. Das ist ja der Boxer. Deswegen seine Story, Lai's Story und Ninas Story gehören ja zueinander. Deswegen jetzt sieht man die halt nur von der Perspektive von Lai. Final.
Wow. Was eine Zeit. Und das, obwohl ich mit ihm nicht kämpfen kann. Hey, er wurde rausgenockt. Wieso triumphiert er? Keine Ahnung. Egal, wir sehen uns gleich beim nächsten Charakter wieder. Bis.